Auf geht's Bayern zum ersten Testspiel unter Chefcoach Niko Kovac. Die kurze Reise geht nach Villach bzw. Klagenfurt in Kärnten, wo dann morgen die europäische Spitzenmannschaft von Paris Saint-Germain auf ein Bayern-Team, zwar noch ohne WM-Teilnehmer, dennoch aber voller Hochkaräter wie Franck Ribéry oder Arjen Robben trifft. PSG, klar, es ist ein Testspiel, Freundschaftsspiele gibt es schon gar nicht mehr. Jeder möchte das Spiel sicherlich auch gewinnen, aber ich weiß auch, dass wir jetzt nach 3 Wochen Vorbereitung noch bei Weitem nicht dort sind, wo wir hinkommen wollen und wo wir auch hinkommen werden, das ist ganz klar. Dieses Spiel wurde terminiert, das spielen wir gerne und es ist auch ein interessanter Gegner. Ich hoffe, es kommen auch viele Zuschauer. Zur Spielpremiere von Bayern-Trainer Niko Kovac, die ja auch ein Aufeinandertreffen mit dem neuen PSG-Coach Thomas Tuchel ist. Feinschliff für den ersten Test morgen gegen PSG vor der Abreise nach Kärnten heute noch an der Säbener Straße, während dem Vorgänger von Niko Kovac, Jupp Heynckes, in der Bayern-Erlebniswelt in der Allianz Arena eine ganz besondere Ehre widerfuhr, die Eröffnung einer Sonderausstellung über das Werk eines der erfolgreichsten deutschen Trainer überhaupt. Ich freue mich natürlich wieder mal in München zu sein und für mich persönlich ist es eine ganz große Ehre, heute hier zu stehen, hier in der Erlebniswelt ja auch einen besonderen Platz zu finden. Einen besonderen Platz mit großartigen Exponaten aus der sportlichen, aber auch aus der privaten Welt des großartigen Jupp Heynckes. Ein weiterer Höhepunkt der Ausstellung, der Film Jupp Heynckes, Spieler, Trainer, Mensch. Jupp, Jupp.